In diesem Video zeige ich die wunderschöne Parkanlage Nels Park in Trier. Das Gelände des heutigen Nels Park war früher Moor und Ödland, weitgehend sumpfig und wertlos. Nikolaus von Bell, Kanonikus von St. Paulin, kaufte dieses Land. Er kanalisierte das Wasser, bildete Teiche und Inseln. Als das Gebiet trockengelegt war, wurde das Areal mit seltenen Bäumen bepflanzt und es wurden im klassischen englisch-holländischen Stil Treibhäuser und Wirtschaftsgebäude errichtet. Dies geschah Ende des 18. Jahrhunderts, zu einer Zeit, in der in Trier Revolutionstruppen marschierten und der Trierer Dom als Pferdestall genutzt wurde. Die Bauarbeiten an diesem Park verschafften vielen Menschen in Trier über Jahre hinweg Arbeit und damit Lohn und Gehalt. Einer der berühmtesten Besucher dieses Parks war Napoleon, der als Anerkennung für die außergewöhnliche landschaftsarchitektonische Leistung ein Tafelservice aus Frankreich übersenden ließ. Hier entstand 1851 das alte, im klassizistischen Stil erbaute Herrenhaus. Später wurde dieses Herrenhaus in ein Hotel umgebaut. Zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges wurde der Park von der Stadt Trier gekauft. In dieser Zeit wurden die Wasserflächen erheblich erweitert. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass ein Vorrat von genügend Löschwasser vorhanden sein musste. Auf diese Art und Weise wurde das Nützliche mit dem Angenehmen verbunden. Der Trierer Gärtner Lambert verlegte nach dem Krieg seine Dahlienanzucht in den Nels Park. Die Parkbesucher hatten somit die Möglichkeit, sich an der herrlichen Blüte zu erfreuen. Der Park wurde sofort zu einem beliebten Ausflugsziel, nicht nur zum Betrachten der Blüten, sondern auch, um auf dem Teich mit dem Bötchen zu fahren. Kurze Zeit später entstand in Rheinland-Pfalz die Idee der Landesgartenschau. Der Stadtrat entschied deswegen, im Nels Park einen Rosengarten anzulegen. Dieser wurde in seiner heutigen Form 1981 angelegt. Es gelang dabei, den Rosengarten in den Park einzubinden, die ursprüngliche englische Parklandschaft fortzusetzen und gleichzeitig den Abschluss des Parks im Norden neu zu gestalten. Diese Symbiose macht den besonderen eigenen Charme des Trierer Rosengartens aus. Hier befinden sich ungefähr 500 Rosensorten, die entlang von verschlungenen Pfaden zu bewundern sind. Thank you.
Balkons vor den Toren Triers liegt der Rohscheider Hof, ein großes Freilichtmuseum mit historischen Gebäuden. Ich empfehle dir das dazugehörige Video. Ich freue mich über ein Like oder ein Abo, wenn dir dieses Video gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.